Mehrere Jahre war das Betreten der Staumauer in Klingenberg verboten. War sie doch auch eine riesige Baustelle. Nach Beendigung der Sanierung ist zwar der Wanderweg wieder geöffnet, aber ein Blick ins Innere des 100-jährigen Bauwerks ist für die Öffentlichkeit nicht möglich. Anders war es am Weltwassertag. Bei einer Rundtour durch das ansonsten abgesperrte Gelände der Talsperre konnten sich Interessierte die Kaskaden der Hochwasserentlastungsanlage aus nächster Nähe ansehen. Ebenfalls war ein Besuch der markanten Schildkröte möglich. Der Rundgang führte weiter durch den im Zuge der Sanierung gesprengten Kontrollgang im Inneren der Staumauer. Über eine Treppe ging es dann wieder auf die denkmalgeschützte Mauerkrone. Besonders beliebt war der zauberhafte Ausblick vom Kronenbauwerk. Im Staumeistergebäude gab es eine Ausstellung und einen Film über die Sanierung der Talsperre. An vielen wassertechnischen Einrichtungen standen Mitarbeiter der Landestalsperrenverwaltung und standen den neugierigen Besuchern Rede und Antwort. Etwa 8.000 bis 9.000 Besucher nutzten diesen Tag. Die Drehwag hatte vom Koschitzer Wasserwerk einen Bustransfer an die Klingberger Talsperre organisiert. So konnte jeder sehen, wo sein Trinkwasser herstammt.